Anfang Februar ging es ins Nettetrom Osnabrück, der ersten E-Kartbahn in Niedersachsen. Spannung pur und quietschende Reifen. Das Besondere, die Kartflotte wurde vom Nettetrom um ein Handicap-E-Kart ergänzt, in dem das Gaspedal und die Bremse am Lenkrad mit der Hand gesteuert werden können. Somit können auch Menschen mit Beeinträchtigungen diesen spannenden Sport betreiben. Jens Blackstein, Teammanager vom OSC, hat kurzerhand den Kontakt zur heilpädagogischen Hilfe hergestellt und so konnten Tim, Martin, Heiko und Torben diesen tollen Sport live erleben. Oliver Fischer, Leiter des Nettetroms zur Sicherheit der E-Karts. Ja, das ist unser Remote Control, quasi unsere Fernbedienung, um die Elektrofahrzeuge elektronisch drosseln zu können oder auch komplett stoppen zu können. Also ich habe hier auf der Fernbedienung vier verschiedene Knöpfe, das sind die verschiedenen Geschwindigkeitsstufen, auf die ich die Karts elektrisch in dem Moment ad hoc programmieren kann. Ich kann auch komplett auf Stopp drücken, falls es irgendwo eine Gefahrensituation gegeben haben sollte. Drücke ich einmal auf Stopp, die Karts bleiben alle im Kollektiv stehen und ich kann als Streckenpersonal sicher die Strecke betreten und die Gefahrensituation entfernen. Super sicher. Ja. Und wie fandst du es? Gut, bitte. Abschließend sagte Jens Blackstein. Und im Namen des Osnabrücker SC bei dir bedanken. Ich habe gehört, hier wird viel gesprochen. Es ist ein tolles Erlebnis für uns alle gewesen und dafür möchten wir uns bedanken. Was aber auch daraus folgt, ist, dass das keine Einmaligkeit gewesen ist, sondern wir werden etwas uns zusammensetzen, uns überlegen, was machen wir daraus. Und ich möchte noch auf eins hinweisen, du weißt es, der OSC gründet eine Stiftung. Und wir haben heute mit dir zusammen, mit den Stadtwerken, mit Lisa und so weiter, mit der heilpädagogischen Hilfe gezeigt, wie können wir uns solche Veranstaltungen vorstellen, wie können wir sie durchführen. Solide, sauber und mit viel Spaß, mit viel Herz. Denn der OSC steht für Sport mit Herz, ja? Und so heißt auch die Stiftung für den Osnabrücker Nachwuchs. Und es wäre uns eine große Freude, wenn wir in vielen, vielen Bereichen zwischen OSC, Stiftung und den Stadtwerken richtig gute Sachen machen können, die allen weiterhelfen, Spaß machen und alle mit integrieren und einbinden. Wäre ganz toll. Vielen Dank. So macht Inklusion Sinn, sagt Tobias Eschmann von der Heilpädagogischen Hilfe in Osnabrück.